Ja, hallöche Freunde der guten Laune und der besten Unterhaltung und damit hallo, herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Tag zum ersten Teil von I Expect You to Die und ja, ich würde mal sagen, wir legen einfach los. Wir hatten in der letzten Folge die erste Klasse Mission gehabt, die war erste Klasse sehr schwer gewesen. Jetzt haben wir Seat of Power, besser gesagt Machtsitz, und ich bin gespannt, was da auf uns wartet. Wir stecken nicht ein und hören uns an, was wir machen müssen. Our train defector had information about Zor's next big move. It's something called the Death Engine, and you must get more intel on it before it's put to use. We're sending you just outside. Oh, Madrid, sehr schön. The Zoraxis facility. Retrieve information on the Death Engine and get out alive. Oh, okay. Ja, wenn es weiter nichts ist, dann würde ich mal sagen, legen wir los. Oh, wo sind wir denn schon wieder? Scotty, kannst du mir helfen, Scotty? Well done sneaking in. We know that Death Engine intel is somewhere in here. Ach, die Todesmaschine, das klingt schon wieder gar nicht gut. Also, was haben wir denn hier? Zorax Verteidigung. Tagesordnung, Namensaufruf, Professor X-Rays, Leistungsbewertung als Teammotivationsübung. Vorführung der Todesmaschine, Spanischunterricht verpflichtend machen. Was? Okay. Was haben wir denn hier alles? Aufzug klingelt. Ach du Scheiße. Das klingt nicht gut. So, wir haben das. Warte mal, hier ist irgendwas. Guck mal, da ist da. Ich habe was gefunden. Champagner! Na gut, ich habe auch noch das gefunden. So. Okay, wo könnte das hin? Es könnte da sehr gut hinpassen. Okay. Was haben wir hier? Daniel Sands. Okay. Müsste erstmal gucken, was haben wir denn hier alle? Ventilator wird eingeschaltet. Okay, hier ist auch nichts Neues. Ich glaube, bestimmt. Oh, was haben wir denn hier? Das ist ein ganzes Stück. Oh, nein! Not that I worry about Zor's collection, but do try not to make too much. Oh, Scheiße, hoffentlich war das wichtig gewesen. Das Schwert, ja, sieht so aus, als könnte man es herausziehen. Ja, man kann es aber irgendwie jetzt gerade. Oh. Okay, kann ich das hier hinpacken? Perfekt. Oh, Scheiße. Was mache ich damit? Kann ich das hier irgendwie platzieren? Nee. Muss ich das da vielleicht anbringen? Auch nicht. Okay. Eine Uhr. Whisky. Was ist das hier? Installation von Maschine, Sicherheit, Vorsicht, nicht zerstören. Okay, das scheint schon mal relativ wichtig zu sein. Noch irgendwas hier? Oh, ich glaube, das waren die ehemaligen gewesen, kann das sein? Was hinter uns? Nö. Wir sind auf alle Fälle Etage minus 5. So, wir haben ja das hier. Kommt es da irgendwo hin? Oh! Oh! The purring of a combination lock mechanism. Unmistakable. Sometimes I do miss field work. Das ist die Frage, was hat denn hier geklickt gemacht?
So, was hat denn hier Klick gemacht? Okay, Klick, Klick, Klick. Aufstehen muss ich ja eigentlich nicht. Warte mal. Packen das mal kurz hier weg. Ah! Ah! Ein Puzzle! Natürlich ist das natürlich jetzt ein bisschen kacke. So. Jetzt ein Teil hier erstmal aufsammeln. Ja. So, kurz aufstehen hier. So. Scheiße. So, okay, kam ich irgendwie ran. Das sieht schon mal, das sieht, glaube ich, richtig gut aus. Haha! Oh. You were Zor all along. Seriously though, remember what you're after, Agent. It's the die Todesmaschine. Okay. Oh! Oh, das ist natürlich geil. Haha! Ich auch irgendwas drücken? Nee. So, wir drücken mal. Ich hab ein bisschen Befürchtung. Was ist das denn? Oh. Oh. Warte mal. Oh, okay, okay, okay. Oh. Da ist ein Schlüssel. Okay, den packen wir jetzt mal kurz da rein. So. Oh. Die sind verbrannt. Okay. So. Ah! Aha. Oh, ey, das ist so geil gemacht. So, andere Seite. Oh, nicht zu weit. Oh. What the fuck? Unauthorized death engine use. Notifying security personnel. Nein. Warum? Was ist das hier? Warning. Death engine data wheel removed. That's the intel we need. Now. Find a way to get it out of there intact. Oh Scheiße, was sollen wir machen? Good thing we have the world's slowest elevator. Flamethrower's hot. Open those doors. Scheiße. Okidoki. Oh, das war ja schon richtig gut gewesen. So. Well done sneaking in. We know that death engine intel is somewhere in here. So. Oh. Shit, der war teuer bestimmt gewesen. Welcome, Dr. Zor. The purring of a combination lock mechanism. Unmistakable.
Jetzt ist die Frage, wozu brauche ich den Schlüssel, wa? Das wird interessant sein. So, brauche ich dafür was? Spanischunterricht verpflichtend machen. Gut, packe ich erstmal einfach hier hin. So, ditte. Fuck. Gut, also wir sind schon richtig weit gekommen. Das Problem für mich aktuell ist so ein bisschen. Lustigerweise kommen wir an den Schlüssel hier ran, warum auch immer. Wo könnten wir den Schlüssel hier hinpacken? Der Schlüssel scheint ja irgendwie wichtig zu sein. Packen wir mal ganz kurz hier hin. Wir gucken mal kurz, was können wir denn hier noch alles anvisieren. Das nehmen wir uns mal ganz kurz. So. Warte mal, können wir vielleicht rein zufällig irgendwo hier was ausschließen? Nee. Also das ist ja wahrscheinlich der Pult hier. Das ist natürlich so ein bisschen das Ding, was können wir wo machen? Okay, wir drehen einfach nochmal. Also ich bin eigentlich, auf alle Fälle bin ich ein bisschen erstaunt. Ich bin schon relativ weit gekommen. Jetzt muss ich natürlich gucken. Kommen die sofort runter, wenn ich natürlich diesen Code freigeschaltet habe? Also die kommen 100 pro runter, aber kann ich die irgendwie aufhalten? So. Oh. Ach, warte, wir hatten ja noch hier was gehabt. Oh, oh. War doof gewesen. Nervengas. Aber wir haben jetzt den Knopf gefunden für die Tür. Das ist schon mal geil. Ich will es eigentlich gar nicht ausprobieren. Gut, der brennt. Also ich glaube... Stimmt. Ah, oh, okay. Deswegen waren wahrscheinlich die Knöpfe... Okay. Mann, oh. Ah, erst dann ging es. Ah. So, dieser Stuhl wurde mit allen Evakuierungs ausgestattet. Sicherheitsgut, Aktivierungsarmaturen, Booster. Okay. Mann, die ist immer nicht schlecht. Kann ich das irgendwie einpacken? Oh, wahrscheinlich mal wieder nicht. Schade. Oh, wir haben's. So. Ah, ich glaube, wenn der Gegner vielleicht kommt noch irgendein Gegner. Das kann vielleicht sein. So, einmal. Ich glaube, wir können es bestimmt immer wieder anmachen.
Okay. So, wir warten mal kurz ab. Also Gas können wir immer ausströmen, das ist schon mal gut. Sehr gut. That's the intel we need. Now, find a way to get it out of there intact. Okay, jetzt müssen wir noch entkommen. Rakete, Feuer. So. Mein Standort. Ach, weil wir in Spanien sind. Ah. Oh. Ich brauche die Bedienungsanleitung. Scheiße. Scheiße. Der Bienenattacke, auch nicht schlecht. Okay, also wir müssen noch mal kurz Ruhe bewahren. Erste Song noch angucken. So, also. Wir haben es aber fast, aber nicht bei mir. Verdammt. Wir sind kurz vorm Ende. Jetzt muss ich nur herausfinden, wie dieser Stuhl funktioniert, weil wir müssen uns ja auch anschneiden. Ach, die Bienen! Die Bienen! Das Gas! So, okay. Ja, gute Frage. Nächste Frage. Packen wir erstmal vorsichtshalber dorthin. Okay. Ja, Data-Slot. So, der Sicherheitsgurt war ja gewesen. Okay. Moa. So, das Gas ist, glaube ich, gut für uns. Genau, gegen die Bienen. Oh. Das haben wir. That's the intel we need. Now, find a way to get it out of there intact. Gut, gut, der gut, der gut, der gut. Der Gurt, der Gurt. Wo ist denn der Gurt? Gurt, Gurt, Gurt. Scheiße, scheiße, scheiße. Gut.
Wo ist denn der Gurt? Oh, scheiße. Death engine activation in 8 minutes. Integrating target coordinates. Ah! Is that torch cutting through or what? Launch sequence initialized. 5, 4, 3, 2. Der war über uns gewesen. Haben wir es geschafft? Das ist aber knapp gewesen, oder? Gut! Outstanding work, Agent. Our extraction team is standing by. Holla die Waldfee. Ich glaube, viel habe ich auch nicht freigeschaltet. Wir können mal gucken, ob wir ein paar Erfolge hier sehen können. Smokey der Stier. Heute keine Bienen. Heute keine Bienen. Looks like the team in decryption is taking their job. Was Pflanzen schmeckt. Alles fällt auf einen Platz. Also wahrscheinlich heute keine Beam. Wir sollen wahrscheinlich so schnell sein, dass wir keine Beam bekommen. Alles fällt auf einen Platz. Wir probieren es doch mal aus, Freunde. Ganz ehrlich, ich würde es doch mal gerne ausprobieren. Aber geil, also wirklich wieder geil gemacht. Well done sneaking in. We know that Death Engine Intel is somewhere in here. Interesting thought. Not exactly a green thumb. Schon mal gut. So. Smokey der Stier. After what that bull's been through, it could likely use that cigar. So, mein Freund, rauch mal eine. Okay, das haben wir. Keine Bienen. Ja, war es mit dem Gas gewesen? Was war noch keine Bienen? Wir haben jetzt 2. Alles auf einem Platz. Nee, schade. Also die fände ich nicht alles auf einem Platz. Wäre für mich das hier gewesen. Der Stuhl war ja unten gewesen. Hochholen. Und das war's gewesen. Keine Bienen. Den haben wir wahrscheinlich jetzt nicht geschafft oder so. Oh doch, eigentlich müssten die freigeschaltet worden sein. Ja, wohnen sie aber auch. Heute keine Bienen. Naja, Freunde, das war's gewesen. Das war wieder eine Folge von I Expect You to Die. Und es hat wieder jede Menge Spaß gemacht. Ich bin ein bisschen erstaunt, dass ich echt gut früh darauf kam. Klar, hier und da ein paar Probleme gehabt. Aber ansonsten, wie immer, hat es richtig viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wir sehen und hören uns bei der nächsten Folge. Ja, fühlt euch immer wieder unterhalten. Kommt gut in den nächsten Tag und habt jede Menge Spaß. Macht's gut, auf Wiedersehen. Und Tschüssikowski. Habe ich eigentlich ein Souvenir? Ich glaube, ich ein Souvenir jetzt erhalten. Ach, guck mal, da ist der Stier. Süß. Toll. Ja. Sollen wir mal sehen.